Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, in der letzten Folge sind wir ja schon hier, haben wir hier einen kleinen Cut gemacht, aber wir wussten schon, ich kann auch nicht mehr reden heute, dass wir als nächstes zur, Grub Street oder wie auch immer das ausgesprochen wird, reisen müssen. Da werden wir auf jeden Fall jetzt hinreisen und werden etwas mehr über den besagten Herrn von der letzten Folge herausfinden. Hoffentlich. So, wir hatten, ich schau mal eben nach, wir hatten doch irgendwie die Visitenkarte von ihm. Acht. Also im Haus Nummer 8 ist die 2. Was war das denn gerade? Hausnummer, hier gibt es gar keine Hausnummern mehr. Okay. Da hinten ist die Hausnummer 1. 2, 4, 6. Guten Tag. Irgendwelche Probleme oder was? Ach so, hier ist direkt die Tür gekennzeichnet. Steht denn hier auch die 8 dran? Das würde mich jetzt mal interessieren. Steht natürlich nicht dran. Okay, ja, wir gehen einfach mal ins Haus rein. Ich denke mal, es ist das Richtige. Ich arbeite und kann nicht an die Tür. Ich arbeite und kann nicht an die Tür. Das Haus Nummer 5. Anscheinend war es wohl doch nicht das Richtige. Keaton Street. Wie hieß das jetzt? Grub Street, genau. Kobold Row. Bin ich jetzt hier überhaupt in der richtigen Straße? Ich denke, der hat mich jetzt direkt dahin gebracht. Keaton Street. Okay. Passen Street. Oh nein, ich irre jetzt wieder hier rum und habe keine Ahnung, wo ich bin oder wo ich hin muss. Ich kann es nicht ganz lesen. Granny Street oder sowas? Grub Street. Ah, perfekt. 2, 3, 5. Da ist nichts dran. Der war das jetzt aber auch nicht. Ach, hier steht es auch ganz groß dran. Okay, das ist auf jeden Fall die Nummer 8. Oh mein Gott, war das jetzt schwer, das zu finden. Sieht aber auch ganz cool aus. Die bauen da ein Pferd zusammen, so wie es aussieht. Aha. Pferd von Pedro Alvarado. Das war ein Conquistador, glaube ich. Okay. Hallo, guter Mann. Ist Ihr Chef da? Ja, er ist in seinem Büro. Die Tür neben der Frauenstatue dort, in der Ecke der Werkstatt. Neben der Frauenstatue. Okay, dann guck mal hier nochmal. Hier standen zwei große Kisten. Ja, das stimmt. Die sind weggeschleift. Frische Kratzer. Hier standen zwei... Ein Ofen zum Metallschmelzen. Hier wurde etwas Großes und Schweres bewegt. Okay. Meint ihr das jetzt mit Frauenstatue? Wahrscheinlich, ne? Hier steht ja auch Office. Okay. Also da gehen wir gleich auf jeden Fall rein. Wir schauen uns hier natürlich nochmal eben ein bisschen um. Hallo, guter Mann. Ist Ihr Chef da? Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Oh, ist ja ein netter Zeitgenosse hier. Okay. Ja gut, ich denke mal, hier können wir jetzt auch nicht mehr machen. Soll das mal ein Minotaurus werden oder sowas? Sieht ja krass aus. Mr. Holmes, verzeihen Sie, dass ich so abrupt wegging. War kein sicherer Ort zum Reden. Hier ist es sicher? Ja, besser hier, nicht im Büro. Meine Gießerei ist gut geschützt. Ach, beruhigend. Kannten Sie das Opfer, Zacharias Greystoke? Ja, er war ein guter Freund. So ein gutes Karma.
Bis gestern. Kennen Sie den kränklichen Mann da auf diesem Bild? Bei Jupiter, Orbit. Ja, das ist er. Der Arme fand in Guatemala den Tod. Eine schreckliche Krankheit machte ihm den Garaus. Waren Sie Freunde? Nein, aber er war ein aktives Mitglied und ein tapferer Mann. Zu tapfer. Man kann nicht gegen die Götter der Quiche kämpfen. Und die Expedition? Sie suchten einen Maya-Tempel? Ja, den Tempel von Tekun Umar. Eine von Charles' vielen dummen Ideen. Wir fanden den Tempel, aber eine Art seltsame Kraft hielt uns davon ab, ihn zu betreten. Eine böse Aura. Es war Tekun Umars Wirken. Wir alle spürten das. Orbits Zustand verschlechterte sich urplötzlich. Wir konnten nichts tun. Und jetzt, mit Zacharias Tod, ist der Fluch neu entflammt. Nach 14 Jahren. Prophezeiungen sind zeitlos, auch im Jenseits. Es gibt kein Entkommen. Glaubte Greystoke an die Prophezeiung? Das ist keine Frage des Glaubens, verstehen Sie nicht? Zacharias meinte, dass wir den Fluch mit Hilfe des Kalenders stoppen könnten. Welch Irrsinn. Er hatte mir eine Nachricht geschickt. Er wollte mit mir zum Club und Charles davon abbringen, den Kalender als Preis zu verleihen. Aber sie gingen nicht. Ich wusste, dass Charles nicht einlenken würde. Aber der Kalender würde eh nicht helfen. Tekun Uman ist viel zu mächtig. Was sagen Sie dazu, dass die Statue verschwunden ist? Ich weiß nicht, aber ich habe nichts damit zu tun. Nichts. Aber Sie sind doch der Erbauer der Statue. Stimmt, aber das war vor 10 Jahren. Das können Sie mir nicht vorwerfen. Kann ich das nicht? Immerhin ist das die Statue, die für den Mord verantwortlich ist. Nein, es ist Tekun Umar. Aber wer hätte ahnen können, dass er eine einfache Kopie einer Statue auswählen würde? Niemand! Ihr Verhältnis zu Charles Jellingham ist... nicht gut. Wir sind keine Freunde. Wissen Sie, die meisten seiner Expeditionen gehen schief, weil er zu fokussiert ist auf seine Möchtegern-Karriere in der Politik. Er hat politische Ambitionen? Das ist noch untertrieben. Er will unbedingt ins House of Lords und versucht, durch den Club dorthin zu gelangen. Was auch der Grund für seine Management-Misserfolge ist. Und doch kann er immer Geld auftreiben, wie auch immer. Ach, das hätte ich bei dem einen eben auch machen können. Ich bin so blöd. Okay. Schutzamulette. Was soll daran schützen? Ich meine, jeder weiß, dass wenn man ein Hufeisen zum Schutz irgendwo aufhängt, das natürlich nach oben gerichtet sein muss, damit das Glück nicht rausfällt. Also das, ja, ist ziemlich dämlich. Okay. Ich denke mal für Feinarbeiten, weil der ja die verschiedenen Einstellungen hat. Wunder am Finger, komplizierte Arbeit arbeitet mit groben Gegenständen. Ja, komplizierte Arbeit würde ich jetzt mal einfach behaupten, weil er das für die Feinarbeiten ja, denke ich mal zumindest, verwendet. Andererseits, eigentlich arbeitet er hier mit groben Gegenständen, aber ich weiß ja nicht, vielleicht machen die auch kleine Statuen, deswegen, ja, ich habe keine Ahnung. Bernard Marley ist noch nicht ganz 45 Jahre alt. Er besitzt eine Gießerei und ist Mitglied des Archäologieclubs. Er ist nachlässig und lebt höchstwahrscheinlich alleine. Marley ist ein abergläubischer Mensch, was an den Schutzamuletten zu erkennen ist, die er trägt. Es ist offensichtlich, dass er viel Zeit am Schreibtisch verbringt und mit scharfen Gegenständen und Schmierölen arbeitet. Seine Arbeit erfordert eine hohe Konzentration.
Er benötigt seine Brille für Feinarbeiten. Ich muss nun los, noch Papierkram erledigen. Wir haben zu lange gesprochen. Er könnte uns hören. Tekun Uman. Leben Sie wohl. Ja, das hatte ich schon befürchtet, dass wir jetzt hier wieder was überlegen müssen. Also, Tempel wurde nicht betreten. Haben ausgesagt, dass die Teilnehmer den Tempel nicht betreten haben. Ja, da kann man aber nichts zu kombinieren, würde ich mal sagen. Nee, also das wäre Blödsinn. Körperliche Stärken. Achso, das war ja vorher schon. Fakten über die Tat. Ja, da kann ich eigentlich gar nichts kombinieren. Das Einzige, was ich vielleicht machen könnte, ist meine Schlussfolgerungen ändern. Weiß von dem Fluch. Also er weiß auf jeden Fall von dem Fluch. Also die Gelegenheit hätte er definitiv gehabt. Das wissen wir jetzt. Ja, hier kann ich ja nichts anderes letztendlich machen. C, Schlussfolgerung. Ja, ich will halt keine Schlussfolgerung machen. Das ist das Problem. Ich will eigentlich ja noch weitermachen. Ich weiß nicht, ob es noch weiter geht. Wenn ich das mache, dass der Fluch existiert, glaube ich, dann wird's rot, oder? Genau, dann wird's rot, auch mit der Falschaussage und so. Okay, also ich lasse das definitiv so, wie es jetzt ist. Aber ich möchte halt noch keine Schlussfolgerung machen. Das ist jetzt mein großes Problem. Obwohl anscheinend doch nicht, weil ja, das B jetzt wieder weg ist, okay? Offenbar hat Mali mehrere Statuen von Tekun Uman gebaut. Mehrere Statuen gebaut, okay. Tab sollte ich, glaube ich, eben auch nochmal drücken, oder? War da nicht noch irgendwas? Ich soll mehr über ihn herausfinden. Ich weiß nicht, ob ich mit den Leuten noch sprechen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, da habe ich eben schon ein Bild von Tekun Uman. Okay. Warum sagt er das jetzt nicht mal mit den zwei Kisten, wenn ich hier drauf klicke? Das ist ein recht moderner Mechanismus. Alle Teile sind von hoher Qualität. Seltsam, so etwas in einer Gießerei zu finden. Also damit arbeitet er anscheinend. Keine Oxidation. Dieser Metallarm war nie im Freien. Er gehört nicht zur Statue vom Bowls Club. Zwei große Kisten, die in der Werkstatt standen. Sie wurden ins Büro von Bernard Marley gebracht. Die Kisten könnten vielleicht Teile der Statue von Tekun Uman enthalten haben. Marley verbirgt etwas in seinem Büro. Ich sollte heute Nacht einmal vorbeischauen. Zusammen mit Watson. Okay, heute Nacht vorbeischauen. Das heißt, wir sind jetzt hier wahrscheinlich fertig. Brechen Sie nachts mit Hilfe von Dr. Watson ein. Ja, also ich denke mal, dass wir hier dann fertig sind. Ja, das wird jetzt auch als grün angezeigt. Schauen wir nochmal eben. Aber da kann man anscheinend auch nichts anderes mehr machen. Gut, dann würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal zurückreisen. Sie ist bei Miss Alice und spielt Klavier. Sie hat mir nicht gehorcht. Nun, Holmes, ich wollte... Oh, sehen Sie. Der Postbote hat versehentlich einen Brief an Miss Alice hier abgeliefert. Ah, er hat 221B und 221C verwechselt. Wer denn, Watson? Okay. Analysieren. Okay, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht, weil ich dann zum Tisch gehen muss. Wahrscheinlich, damit ich das so ganz unschuldig öffnen kann, ohne dass das jemand mitkriegt. Es tut mir leid, aber ich muss diesen Brief öffnen. Mit Dampf lässt sich der Brief einfacher öffnen. Bringen wir im Kessel etwas Wasser zum Kochen.
Ist da denn Wasser drin? Zuerst muss ich den Gasbrenner aufdrehen. Gut, das hätte ich jetzt gemacht, nachdem ich es draufgestellt habe, aber okay. Ich muss den Brief mit etwas Scharfem öffnen. Alice, du hast es also getan. Du bist direkt neben ihm eingezogen. Das ist mutig. Er wird dich faszinieren, aber sei dennoch auf der Hut vor ihm. Ich schreibe dir, um dir mitzuteilen, dass ich das Boot deines Vaters gefunden habe. Es ist zwar ziemlich beschädigt, aber noch fahrtauglich. Du kannst es benutzen, wenn du willst. Du sollst wissen, dass dein Vater wie ein Bruder für mich war. Wenn es etwas gibt, irgendetwas, womit ich dir helfen kann, lass es mich wissen. Ganz gleich was. Egal, welches Risiko damit verbunden sein mag. Miss Alice ist wegen mir hierher gezogen. Ich muss so bald wie möglich ein Wörtchen mit ihr reden. Die Sachen lasse ich jetzt einfach so an hier, oder? Kann ich da noch irgendwas mitmachen? Ist ja lustig. Oder ist das zum Kleben? Ah, das ist zum Kleben, okay. Fertig. Hör nicht auf zu spielen, Kate. Ich gehe kurz auf den Balkon, um frische Luft zu schnappen. Ich muss zuerst mit Miss Alice reden. Sie ist auf dem Balkon. Balkon, ah. War das von hier aus oder von der anderen Seite aus? Wollen Sie mir nicht verraten, warum Sie wirklich hier sind? Mr. Holmes, was soll diese Frage? Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Da Sie meine Tochter gegen meinen Willen eingeladen haben, sind Sie das sehr wohl, finde ich. Sagte der Vater in aller Strenge. Mein Gott, ich habe ja fast schon Angst vor Ihnen. Sie schweigen also. Gut, sagen Sie, Kate, sie soll sofort nach Hause. Lassen Sie das arme Kind doch spielen. Diese Rücksichtslosigkeit, so nützlich, um unbequeme Wahrheiten zu vertuschen. Und gerade das wollen Sie ja. Was? Wir alle haben Geheimnisse. Sie, Aber keine Sorge, Mr. Holmes. Kate ist ein sensibles Kind und ich habe sie sehr gern. Alice, kommen Sie! Ich kann es! Sehen Sie? Sie sind wundervoll! Und sie hat mich wohl auch gern. Wir wollen doch nicht, dass sie ihr Geheimnis erfährt oder unglücklich ist. Ich muss jetzt wieder rein. Okay. Ach, Holmes. Es gibt da jemanden, der zur Beschreibung des Mannes auf dem Bild passt. Er geht regelmäßig ins Krankenhaus für tropische Krankheiten. Er heißt James Byron. Sind Sie sicher? Fantastisch. Und wir können ihn besuchen. Aber erst müssen Sie sich verkleiden, damit ich Sie als einen Kollegen vorstellen kann. Ah, okay. Also, da ja hier ein neuer Abschnitt beginnt, würde ich sagen, dass wir erstmal einen kleinen Cut machen und uns dann in der nächsten Folge verkleiden werden und ja, diesen Typen da mal auf dem Grund gehen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!